Der Fachkräftemangel in Deutschland ist 2022 auf ein Rekordniveau geklettert. Rechnerisch konnten bundesweit mehr als 630.000 offene Stellen nicht besetzt werden, weil es keine qualifizierten Arbeitslosen gab. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Dies sei die größte Fachkräftelücke seit Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 2010. Engpässe waren der Untersuchung zufolge vor allem in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung zu spüren. Aber auch in den Spartenbau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik fehlten qualifizierte Arbeitskräfte. 6 von 10 offenen Stellen konnten hier rechnerisch nicht besetzt werden. Überdurchschnittlich hoch war der Fachkräftemangel außerdem in den Bereichen Naturwissenschaft, Geografie und Informatik. Fast verdreifacht hat sich der Fachkräfteengpass 2022 im Berufsfeld kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus. Rechnerisch fehlten hier für 3 von 10 offenen Stellen entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte. Je höher die geforderte Qualifikation, desto schwieriger sei die Besetzung offener Stellen, schätzen die Forschenden die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt ein. Fehlen würden vor allem Expertinnen und Experten mit Hochschulabschluss in den Bereichen Informatik, Elektrotechnik, Bauplanung und Überwachung. 9 von 10 offenen Stellen hätten hier im vergangenen Jahr nicht besetzt werden können.